Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Dr. Gary Bruno Schmid bei mir. Er ist medizinischer Hypnosetherapeut, Physiker, Quantenphysiker, aber auch Psychotherapeut nach C.G. Jung. Und wir sprechen heute über einige Themen, aber ein ganz spannendes Thema heute ist der Psychopath. Und der Psychopath findet sich auch manchmal in der Berufswelt oder in der Partnerschaft oder auch in anderen Lebenslagen. Und wie der sich zu erkennen gibt und wie wir mit dem umgehen können, das erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Gary. Hallo, schön, Conny, dass du da bist. Ja, du hast ein unglaublich weites Spektrum. Ich weiß nicht, habe ich jetzt alles richtig gesagt? Mit medizinischer Hypnosetherapeut, Physiker, Quantenphysiker, Psychoneuroimmunologe. Also man kann auf meine Website schauen, www.mind-body.info, und dann kann man sehen, was ich super ein bisschen gemacht habe. Das erleichtert mir einiges. Ja, Thema Psychopathen. Wir kennen ja die Psychopathen natürlich auch wirklich als krankhafte Diagnose, die dann auch eben behandelt werden, professionell. Aber es gibt ja auch diesen versteckten Alltagspsychopathen, oder? Der uns doch immer wieder im Leben begegnet. Ja, man kann das als Schimpfwort benutzen. Ach, der ist ein Psychopath. Also wenn jemand etwas tut, was uns irgendwie wesensfremd ist und ein bisschen aus unserer Sicht böse, dann sagt man Psychopath. Und das ist dann aber auch ein Fachausdruck von einer starken, so asozialen Persönlichkeitsstörung. Wir haben schon von Sachen erredet, so der pathologische Lügner. Das ist kein Psychopath, aber das pathologisch, der merkt nicht, dass er lügt aus einer inneren Notwendigkeit, Leute nicht zu enttäuschen, also Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren, dass der muss Lügen, die Sachen ein bisschen so größer machen, als die sind, um sich zu entschuldigen. Das ist okay, und jeder von uns kennt das ein bisschen. Ja. Und dann gibt's eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Jeder von uns sollte einen gewissen Narzissmus haben, sonst kommen wir nicht weiter. Mhm. Und wenn es eine Persönlichkeitsstörung ist, dann merken wir das nicht, dann geht es ein bisschen zu weit. Und jetzt bei den Psychopathen, ja. Also, was ist dann das? Okay, das ist jemand, der hat kein Empathie, kein Mitgefühl, sehr forsch, aber dann könnte man sagen, ja, aber dann jemand mit Asperger's Syndrom, das ist auch ein bisschen so ein Computer-Nerd. Mhm. Ein viele Wissenschaftler sind eher so gefühlskalt, vielleicht nicht so mitfühlend. Das sind keine Psychopathen. Mhm. Oder jemand, der wirklich eine schwere Autismus hat. Ein Autist kann wirklich nicht so spüren, wo du bist, hat per Definition kein Mitgefühl. Das ist kein Psychopath. Ein Psychopath ist jemand ohne Empathie, ohne Schuldgefühle, ohne Mitgefühl. Und auch ohne Gewissen. Mhm. Ohne Gewissen. Ein Serienmörder. Serienmörder. Nicht ein Mörder, ein Serienmörder. Jeder von uns könnte jemanden vielleicht umbringen unter gewisse Umstände. Aber ein Serienmörder ist sicher ein Psychopath. Mhm. Okay, wie ist es mit einem Profikiller? Nicht ein Serienmörder, also diese Person geht nicht herum, einfach Leute ermördern. Der weiß ein bisschen, was das bedeutet, und er will Kohle dafür. Mhm. Aber das hat schon etwas Psychopathisches an sich, das ist sehr speziell. Aber dann haben wir einen Soldat, der auch dafür bezahlt wird, andere Leute umzubringen. Und das kann sogar ein Held sein. Ne? Mhm. Also man würde nicht sagen, dass ein Held, ein Kriegsheld, ein Psychopath ist, aber es könnte sein. Aber das ist nicht per Definition. Man braucht diese fehlende Gewissen. Also, auch Empathielosigkeit. Diese Empathielosigkeit, ja. Diese Unfähigkeit, hineinzufühlen. Ich habe in einem Interview mit dir und Alexander gesehen,
wie es darum ging, in diesen gelben Kreis die Nadel reinzustechen. Weißt du, diese unterschiedlichen Karten. Ja, das war das magische Denken. Genau, das magische Denken. Und dann hast du ja gesagt, dass eben empathische, gesunde Menschen wirklich, wenn sie ein Bild von ihrer Mutter bekommen, wo das Auge eingekreist ist, nicht in der Lage sind, die Nadel da reinzustechen. Ja. Das müsste aber dann eigentlich ein Psychopath können. Ja, genau. Aber jemand mit Autismus könnte auch. Okay. Der würde sagen, ja, was soll das? Das ist nur ein Kreis, das hat nichts mit meiner Mutter zu tun. Okay. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das magische Denken, das ist das, wo wir ein Teil von uns vielleicht im anderen sehen, das gehört zur Normalpsychologie. Ne? Ein Bild von einer mir geliebten Person irgendwie behandle ich mit mehr Sorgsam da als mit irgendwelchem Bild, von einem Ferienbild, ohne Person darauf. Und wenn ich eine Schal von einer mir geliebten Person, oder sagen wir einfach von der Mutter irgendein ein Schal, das ich irgendwie nicht weggegeben habe, dann ist ein bisschen meine Mutter ist da. Mhm. Ne? So, ja. Das ist so das magische Denken, pars pro toto, ein Stück von dieser anderen Person, Kleider oder Haar oder so, ist diese Person, ein Gleichnis, ein Foto, ist diese Person. Ein Psychopath wahrscheinlich empfindet das nicht. Ne? Mhm. Und der Autist auch nicht, aber der Autist tut nicht Leute töten. Ein Diktator könnte ein Psychopath sein, oder sagen wir, ein Psychopath könnte Diktator sein, aber nur weil man ein Diktator ist, heißt lange nicht, dass er ein Psychopath ist. Mhm. Ne? Hast du Erkenntnisse darüber, wie es überhaupt dazu kommt, dass man ein Psychopath wird? Kommt man so auf die Welt oder gibt es da einfach gewisse Ereignisse in der Kindheit? Es kommt ja auch immer wieder in den Medien, dass wenn die Kinder durch diese aggressiven Spiele, die ja wirklich hochqualifizierte Psychologen dran sitzen, um dieses jugendliche, kindliche Gehirn wirklich destruktiv zu manipulieren. Also da stecken ja wirklich keine gesunden Energien dahinter, dass sowas auch provoziert werden kann von außen? Ja, ich glaube, das ist diese Frage Nature oder Nurture bezüglich Videos, Killer Games und so. Ich denke eher, solche Sachen könnten per Proxy die negative oder gewaltsame Energien, die wir haben, in einen sozial akzeptierten Rahmen bringen. Aber schau mal, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Krieg, von Sklaverei. Die ganze Geschichte. Und da haben wir keine Videogames oder böse Bücher oder irgendetwas gehabt. Mhm. So, ich denke nicht, dass das so ist. Aber ein Psychopath würde eher kein Problem mit dem haben. Und Leute mit viel Empathie und so würde vielleicht solche Spiele nicht spielen. Das kann sein. Aber ich denke nicht, dass das macht Psychopathen. Aber ja, zu deiner Frage, wir nehmen ein beliebiges Kind, wir machen ein böses Experiment und wir versuchen aus dem Kind einen Serienmörder zu machen. Mhm. Ich glaube, das können wir nicht. Wir versuchen aus dem Kind ein Psychopath zu machen. Wir können das Kind total psychologisch quälen. Das Kind wird alle Art Störungen haben. Aber ich glaube, wir können nicht ein Kind erziehen zum Psychopath. Mhm. Wir könnten ihm erziehen zu einem, in einer Glaubensrichtung, nationalistisch oder religiös. Wir kennen das, also, dass ein Mensch, ein anderen Mensch den Kopf abschneiden kann vor laufenden Kamera und das Gefühl hat, dass er etwas gut tut. Ich denke, das ist nicht ein Psychopath, aber der macht etwas Psychopathisches. Aber ein Psychopath könnte das eher machen als du oder ich. Den anderen müsste man noch dahingehend manipulieren. Genau, er manipuliert und er weiß, das ist etwas, was ich sollte vielleicht nicht machen, aber dieser Mensch hat es verdient. Todesstrafe, Diese Art. Massenpsychologie, das hatten wir ja schon mal auch in der Geschichte. Ja,
ja. oder haben, je nachdem. Man sieht ja, dass man die Menschen relativ zügig in psychopathische Züge lenken kann. Okay, also Massenphänomen, sagen wir, ein Lynchmob, also wo jemand erhängt wird. Mhm. Man vermutet, dieser Mensch, häufig ein Außenseiter, hat etwas Böses gemacht, und bevor wir vor dem Gericht gehen, tun wir den Mensch aufhängen. Mhm. Na, das ist bekannt, das ist ein Massenphänomen. Man weiß von der Stanford Prison Experiment, dass wenn man eine Gruppe viel Macht über die andere Gruppe gibt, dass die Gruppe mit Macht wird bös und wird diese Macht missbrauchen in der Regel. Na, wir haben das gesehen in Ruanda mit den zwei Gruppen, die vorher friedlich nebeneinander lebten. Dann kam die eine Gruppe, wie heißt es, Tutsis und Hutus, glaube ich. Die eine Gruppe hat dann viel Macht bekommen und haben dann die andere Gruppe so gejagt, also richtig Genozid. Wir haben gesehen, in den USA mit den Indianern, was gemacht wurde. Wir haben gesehen in Ex-Jugoslawien, wie die Leute miteinander umgehen. Aber das ist der Mensch. Und das Stanford Prison Experiment hat das dann unter kontrollierte Bedingungen gezeigt, das wurde mehrmals wiederholt, dass der Mensch in sich diese psychopathische Tendenz hat in der Gruppe, aber das sind nicht Psychopathen. Mhm. Und da gibt es auch ein Experiment, nicht das Stanford Prison Experiment, einen anderen, wo Leute bereit sind, Leute zu quälen. Kennst du das? Mhm. Ich vergesse genau, wie das heißt. Ja, aber eine Autorität da steht, der Professor, und sagt dem Student, okay, nein, das kannst du mir Strom geben. Und das ist ein Schauspieler auf die andere Seite, aber der Student weiß das nicht. Und er ist bereit, wegen der Autorität mehr Strom zu geben. Das ist ein psychopathisches Handlung, aber der arme Student, der wird manipuliert. Das ist kein Psychopath. Mhm. Ja? So, ich neige dazu, zu denken, das ist eher angeborene neurologische Störung. Es entschuldigt nicht, aber erklärt vielleicht fehlende, also Empathie, Prefrontal Cortex, irgendwas da fehlt. Mhm. Und dass diese Leute einfach so eiskalte Handlung machen können. Aber dann auch eine Art Drang dazu. Ein Serienmörder ist nicht einfach jemand, der kein Problem hat, Leute zu mördern, sondern er will das tun, ist getrieben. Mhm. Ja? So, vielleicht gehört das auch dazu, kein Gewissen und irgendwie getrieben von sich aus, asoziales Verhalten, Persönlichkeitsstörung, asoziales Verhalten, ein Getriebensein und fehlendes Gewissen, das heißt keine Mitgefühl. Mhm. Das gehört dazu, denke ich, zu einem Psychopath von fachlicher Seite. Aber ja, ein Boyfriend, ein Girlfriend kann eine Art Psychopath sein, ein Chef kann eine Art Psychopath sein, ein Angestellter. In dem Sinn, wenn der Mensch keine Einsicht hat und kein Gewissen und so und ist gar nicht ansprechbar, dann kann man sagen, Psychopath mit Anführungszeichen im Alltag. Ja. Die, sag ich mal, Psychopathen, die Alltagspsychopathen, ja. Die kommen ja wahrscheinlich selten jetzt in eine therapeutische Sitzung und sagen, ich hätte gerne eine medizinische Hypnosebehandlung gegen meine Psychopathie. Ja, genau. So viel Selbsterkenntnis gibt es da wahrscheinlich nicht. Aber gibt es Erkenntnisse darüber, wie es dazu kommt oder ob es die Möglichkeit gibt, sowas auch wieder reversibel zu machen, dass wieder eine Empathie kommt, dass... Ja, ich meine, sogar Autisten, Leute mit Aspergers können dann Zeichen lesen von der anderen. So, ich habe gesehen, dass du lächelst und dann ich habe gelernt, dass das heißt, du bist zufrieden. Es gibt normalerweise bei uns diese Gesichtsmuskulaturerkennung. Man nennt das Spiegelneuronen. Hast du davon gehört? Mhm. Ja, das ist sogar bei den Affen, Menschenaffen und bei uns. Und wenn ich so lächle, obwohl du weißt, das ist irgendwie künstlich, du kannst es nicht verhindern, dass die Bereitschaft zum Lächeln eher da ist, als die Bereitschaft, nicht zu lächeln. Mhm. Ja? Es triggert nicht, aber es ist da. Oder wenn ich da so mache,
oder traurig bin. Und so kann man sagen, ich stecke dich an mit meinen Gefühlen. Mhm. Na, auch wenn ich so winky-winky mache, jetzt bei dir, man könnte das messen, ein Bereitschaftspotenzial da ist, das zu tun. Und wir sehen, vielleicht in Interviews hast du das erlebt, jetzt sitze ich hier mit den Beinen übereinander geschlagen. Und wenn du auch so sitzt und dann ich wechsle, wirst du vielleicht auch wechseln. Mhm. Na, das ist so die, über diese Spiegelneuronen. Und ich vermute bei dem Psychopath, das fehlt, mhm. Kann ich gut mir vorstellen. Aber ich kenne keine Studie, die das zeigt. Das wäre interessant. Vielleicht gibt es so eine Studie. Aber meine Null-Hypothese wäre für so eine Studie, wenn jemand das machen will, dass jemand, der anerkannt ist als Psychopath, asoziale Persönlichkeitsstörung, dass diese Personen weniger Reaktion bei den, mit den Spiegelneuronen haben. Wenn wir zurückgehen zu der ersten Sendung in dieser Reihe, so kann man einen Lügner erkennen, zum Teil, also wenn er Angst zeigt oder nicht ins Auge schaut oder so, mhm. gewisse Gesichtsreaktionen, die ungewöhnlich sind, zeigen vielleicht auf eine Lüge. Mhm. Und hier beim Psychopath, wahrscheinlich würde man das, ja, wahrscheinlich würde man einem Psychopath gar nicht merken, wenn er lügt. Ja. Ja, der lügt einfach und ja, na und? Ne? Mhm. Das kann ich gut vermuten, ja. Arbeitest du auch mit Menschen, die zu dir kommen und eben unter Psychopathen leiden, gerade im Arbeits- oder im Privaten, im Partnerschaftlichen? Ja, das eher so. Also Leute mit Persönlichkeitsstörungen allgemein, aber besonders, sagen wir, etwas in Richtung Psychopath, vielleicht würde diese Person zu mir kommen und sagen, ja, ich habe immer so Idioten, sagen wir, der Koryphäenkiller wie der letzte Sendung. Ja. alle diese Ärzte sind Idioten und vielleicht könnte ich vielleicht auch so ein Koryphäenkiller oder ein Psychopath, der immer die Frau, der Mann immer so blöd tut, zeigen, ja, wissen Sie, dass das so oft wiederholt. Ich habe so einen Spruch, Unfall, Zufall, Schicksal. Einmal ist Unfall, zweimal ist Zufall, dreimal ist Schicksal. Mhm. Wissen Sie, dass es so oft passiert? Vielleicht hat es etwas mit Ihnen zu tun. Häufig aber dann, die Leute kommen nicht mehr. Ja. Na, ich bin auch dann ein Idiot. Ne? Aber wenn die weiter kommen und checken, und alle diese Störungen, die haben ein Spektrum, dann gibt's Hoffnung. Mhm. Ich habe eher die Leute, die darunter leiden. Und dann muss ich denen sagen, okay, ich benutze in der Regel nicht, das ist ein Psychopath, aber eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Man könnte vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht mein Fachkollegen werden mit mir schimpfen, aber ich würde sagen, vielleicht alle Persönlichkeitsstörungen, ja, das geht im Alltag ein bisschen in diese Richtung von Psychopath, mhm. so Alltagspsychopath. Mhm. Na, das, immer die anderen sind schuld, nicht ich. Immer die anderen haben das Problem, nicht ich. Mhm. Diese fehlende Reflexion und daher fehlendes Gewissen, weil wie sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn du die Idiot bist? Ja. Na, so, das ist dann dein Problem, so. Aber wie alle anderen. Ja. Ja. Wie kommt man dann aus diesen Fängen dann raus, wenn man jetzt wirklich eben auf so Psychopathen trifft? Müsste man dann immer den Beruf wechseln oder den Job wechseln? Oder muss auch derjenige, der immer wieder auf einen Psychopathen trifft, gucken, Unfall oder Zufall, Schicksal? Ja, das ist der sogenannte Wiederholungszwang. Sagen wir ein klassisches Beispiel, das Mädchen, Vater war Alkoholiker, hat sie geschlagen. Sie will nichts zu tun haben mit Männern, die zu viel trinken und schlagen. Aber sie vergleicht mit Papa, so der Mann, der ein bisschen über den Rand trinkt, ist kein Alkoholiker, verglichen mit Papa. Mhm. Und wenn seine Hand ausrutscht ab und zu, das ist kein Schlägertyp, verglichen mit Papa. Mhm. Eine andere Frau, die diese Erfahrung nicht hat, dann verlässt den Mann sofort. Und sie bleibt bei ihm. Und jetzt, es gibt eine unbewusste Dringlichkeit. Das Problem, das, was ich mit Papa nicht machen könnte, mit diesem Mann, so eigentlich ist nicht, dass diese Person sucht jemand so aus, aber wenn sie bei so jemand landet, bleibt mit der Idee, sie will es, dass er merkt, wenn ich zu viel trinke, dann schlage ich dich, ich höre auf damit. Das tut, was Papa nie gemacht hat. Und
Nur so ein Mann mit diesen pathologischen Zügen kann noch pathologische Vaterproblem lösen. Und wir Männer ist es das Gleiche. Ich benutze nur so ein Beispiel. Aber ja. Ein Mann, die Mutter hat zu viel getrunken und ihm geschlagen. Und so. Mhm. Ja. Könnte man dann auch über die, mit welchen Methoden könnte man dann arbeiten? Macht man dann vielleicht mit der Frau eine Hypnosesitzung und löst dann in der Ursache diesen Vater immer wieder reproduzieren zu müssen in der Partnerschaft? Die Muster oder über welchen Heilungsweg würdest du da gehen als Therapeut? Ja, häufig. Also in der Hypnotherapie arbeitet man mehr mit Bildern, so wie jetzt, oder Stories, Geschichten. Und dann würde man das erzählen. Man könnte dann in der Tanze sagen, okay, wenn Sie sich selber sehen aus den Augen von dem Partner, sehen Sie eher die Mutter oder der Vater, der schaut. Es muss nicht dasselbe Geschlecht sein, also irgendwie. Und dann, ja, wie war das damals mit dem Vater? Und dann, wenn die Person sieht, dass es so eine Art Wiederholungszwang ist, häufig die Leute denken, ah, ich ziehe solche Männer oder solche Frauen an. Und das stimmt nicht. Die, würde ich sagen, die ziehen die nicht an. Aber wenn die sie erkennen, das macht ein bisschen neugierig, die sind attraktiv. Wiedererkennung. Ja, es ist eine Wiedererkennung. Ah, das kenne ich von meinem Vater, aber das ist gar nicht so schlimm. Und dieser unbewusste Drang, das Problem dort zu lösen, aber häufig wird es nicht gelöst und dann wird es wiederholt. Ja. Also gehe ich dann wirklich in dieser Therapiesitzung, jetzt bleiben wir bei dem Frauenbeispiel mit dem Alkoholikervater, dann gehe ich in dieser Therapie in einem Trance-Zustand mit der Frau in die Kindheitssituation zurück. Wäre eine Möglichkeit. Und dieses Kind wäre dann in der Lage, auch aus der Perspektive des Vaters die ganze Situation auch zu betrachten, um einfach so eine Heilung der Situation hinzubekommen? Ja, diese Dinge sind sehr individuell natürlich. Häufiger wäre, okay, was könntest du jetzt also das Kind sieht Papa, was er tut, was könnte das Kind jetzt durch die Augen des Erwachsenen machen, was das Kind eigentlich nicht machen könnte? Ah, ja, okay. Dem Kind dafür vergeben, nicht den Vorwurf machen, das hättest du Papa sagen sollen. Das Kind kann nicht einfach Mama sagen, findet wir einen anderen Vater, die Mutter hat Angst vor dem vielleicht. Aber irgendwie das so heilen, nicht den Vater in dem Sinn entschuldigen, aber mindestens verstehen. Und dann realisieren, also akzeptieren, so war es. Aber wenn ich einen Partner suche, wichtig in dem Partner ist nicht, dass er ähnlich wie Papa ist, sondern dass er mir andere also Sachen anbietet. Und dann auch einfach ein bisschen mehr mit anderen Männern ausgeht, die vielleicht nicht so in diese Richtung gehen. Ein bisschen mehr darauf achten, nicht so lange bei so einem Mensch bleiben. Ja, aber man kann alle diese Dinge nicht weghypnotisieren in dem Sinn. Also irgendeine Hypnose-Sitzung und dann ein Aha-Effekt und dann gibt's nicht mehr. Also so einfach ist es leider nicht. Ja, es hat wahrscheinlich auch viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Ja. Und Bewusstwerdung, ja. Ja. Ja, super. Ja, vielen Dank, lieber Gary. Schön, dass du heute da warst. Danke dir auch. Und war wieder ein schöner Rundumblick. Vielen Dank. Danke. Bis bald. Ja, merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, die Psychopathen, die uns im Alltag begegnen können und auf anderen Wegen, wie wir damit umgehen können. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen für sich. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.